Guten Morgen, was sind deine Erwartungen für heute? Ich habe gar keine Erwartungen für heute. Leider habe ich gar keine Erwartungen für heute. Ja, also ich werde mich jetzt unterhalten lassen die nächsten 3 Stunden hier und werde mich dann auch unterhalten lassen bei dem Pressestatement von Minister Hahn, das, so meine ich, doch schon irgendwie vor mindestens 3 Tagen vorbereitet wurde. Wieso dieser ganze Zirkus? Ja, wir haben den Zirkus ja gar nicht angefangen. Das waren noch die da. Ich sehe mich als Verbildlichung des Bildungsgipfels. Also ihr macht beim Zirkus einfach nur noch mit? Ja. Wir öffnen den Leuten die Augen und zeigen denen, wie das wirklich aussieht. Was für einen Unterschied gibt es denn zwischen dem Zirkus hier draußen und dem Zirkus da drinnen? Ich war selbst noch nicht drinnen, aber ich nehme an, dass das da drinnen ein noch größeres Spektakel ist, dass die Inszenierung eigentlich von da draußen noch weiter übertroffen wird. Und ja, mal schauen, wie es drinnen ausschaut. Vielleicht verschätze ich mich da auch, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das so ist. Kleinen Augenblick, guten Morgen. Presse, Audimax, kleine Stellungnahme. Was erwarten Sie sich heute hier von der Veranstaltung? Konkrete Pläne, wie man in Zukunft weitergeht und wie man die Bildungspolitik nachhaltig verbessert.